Seit mittlerweile 10 Jahren bietet die Terra Mineralia einen spannenden und vielfältigen Einblick in die Welt der Minerale. Im Oktober 2008 wurde die Mineralienausstellung eröffnet und im April 2009 komplettiert. Einen bedeutenden Anteil an der Ausstellung hat die Sammlung von Dr. Erika Pohl-Ströer. Die im Dezember 2016 verstorbene Stifterin der Mineralienausstellung wäre nunmehr 100 Jahre alt. Anlässlich dieses Jubiläums und dem 10. Geburtstag der Terra Mineralia wurde ein Festakt abgehalten und eine Sonderausstellung eröffnet. Der 10. Geburtstag der Terra Mineralia, das ist schon etwas ganz Besonderes. Ja? Denn die Terra Mineralia ist ein offenes, ein lebendiges Haus. Wir sind auch sehr innovativ und kreativ mit unseren Programmen, mit unseren Angeboten und mit unseren Ideen. Und da denkt man gar nicht, ja, es sind schon 10 Jahre her. Ja? Aber das ist genau jetzt im April 2019. Das sind 10 Jahre her, seitdem der letzte Saal der Terra Mineralia, das war der Asiensaal, im April 2009 eröffnet wurde. Ja? Ja, und seitdem ist schon sehr, sehr viel passiert. Wir haben sehr viele Angebote umgesetzt. Wir haben sehr viele Kinder begeistert, sehr viele Schulangebote umgesetzt und viele Sonderausstellungen gezeigt. Zum Festakt am 16. April waren unter anderem der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer wie auch die Familie der Stifterin Dr. Erika Pohl-Ströer zu Gast. Klaus-Dieter Barbknecht, Rektor der TU Bergakademie, eröffnete die Veranstaltung. Er lobte den Wissenstransfer der Ausstellung in die Gesellschaft, gerade weil Minerale ein unabdingbarer Grundbaustoff für die moderne Welt sind. Wie auch Oberbürgermeister Krüger verwies er weiterhin auf den großen Wert der Terra Mineralia für die Stadt Freiberg. Mit einem Blick in die Vergangenheit erzählte Bertram Pohl, ein Sohn der Stifterin, von der Sammelleidenschaft seiner Mutter. Dabei brachte er die ein oder andere Anekdote zum Besten, wie zum Beispiel über die Logistik der Sammlung. Jetzt haben wir die verpackten Mineralien, aber wir haben ein Problem. Wie können wir das transportieren? Im Kofferraum war das noch in allen möglichen Schachteln. Die Lösung waren Holland-Tomaten. Das sind diese dicken, wässrigen Dinger, die eigentlich keiner isst, aber zu tausenden Tonnen importiert werden. Und die haben das gleiche logistische Problem, nämlich nicht zerquetscht zu werden, nicht gequetscht zu werden, aber stapelbar zu sein. Also ohne die Holland-Tomaten wären wir heute nicht hier, denn die Sammlung wäre da zu Ende gewesen. Professor Georg Unland trat als Gründungsvater der Terra Mineralia auch ans Rednerpult. Ihm ist es zu großen Teilen zu verdanken, dass die Terra Mineralia zu der Ausstellung geworden ist, die man heute kennt und schätzt. Sein Engagement und Einsatz führten unter anderem dazu, dass Dr. Erika Pohl-Ströer einen Teil ihrer Sammlung der TU Bergakademie als Dauerleihgabe überließ. Mit der Dauerleihgabe der Stifterin Dr. Erika Pohl-Ströer an die TU Bergakademie Freiberg ist die Terra Mineralia als solche überhaupt entstanden. Ja? Wir haben von Frau Dr. Erika Pohl-Ströer 20.000 Objekte bekommen. Davon sind nur 3.500 in der Ausstellung zu sehen, denn der überwiegende Teil der Leihgaben befindet sich im wissenschaftlichen Depot und dient wissenschaftlichen Zwecken. Also das, was die Besucher jeden Tag in der Ausstellung sehen können, ist wirklich nur ein Bruchteil dessen, was wir bekommen haben. Aber es ist trotzdem eine überwältigende Anzahl an ganz tollen Mineralstufen, die in allen möglichen Farben glitzern, glänzen und es ist etwas ganz Besonderes. Im Anschluss an den Festakt wurden die Gäste durch die Sonderausstellung gesucht und gefunden, einzigartige Entdeckungen aus Sachsen geführt. Die 160 Exponate sorgten für sichtliches Interesse und werden bis zum 25. August 2019 sicherlich noch weitere Besucher begeistern können. Die Sonderausstellung, die wir anlässlich des 10-jährigen Jubiläums präsentieren, fügt sich perfekt in das Jubiläum ein. Denn es geht um Minerale, die in Sachsen gefunden und entdeckt worden sind und die hier an der TU Bergakademie Freiberg wissenschaftlich aufgearbeitet worden sind. Und Sachsen ist ja die Heimat unserer Stifterin Dr. Erika Pohl-Ströer. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir mit dieser Ausstellung zeigen, dass die Wiege der Mineralogie und der Geologie schon immer hier
in Freiberg, an der TU Bergakademie Freiberg gewesen ist.